Hi Leute, ich habe mir mal gedacht, ich zeige euch einfach mal Weihnachtsgeschenke. Vorweg, ich habe auch noch ein paar andere Geschenke bekommen. Aber damit das Video nicht zu lange geht, wollte ich euch mal so die wichtigsten Geschenke so zeigen. Und falls ihr wissen wollt, was ich noch für andere Geschenke bekommen habe, also einige habe ich auch auf Instagram gepostet. Meinen Namen kann ich euch jetzt noch einmal einblenden und auch in die Videobeschreibung packen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch doch mal, was ich so bekommen habe. Also als erstes habe ich hier diesen Casper Pullover, also das ist ein Hoodie, habe ich aus dem Shop. Ich kann euch hier noch einmal ein Bild einblenden, wie ich es anhabe. Und ich habe auch noch einen Schlüsselanhänger, aber den habe ich schon in mein Zimmer hingehangen und ich wollte den jetzt nicht abnehmen. Aber ich habe ein Bild gepostet, das könnt ihr euch auch nochmal angucken. Dann habe ich hier die Staffel von Supernatural, die fünfte Staffel, die anderen habe ich schon geguckt. Und dann habe ich noch hier so eine Kette, das ist Salz und hier ist halt dieses Zeichen. Und hier ist noch ein Flügel von einem Engel. Ja, dann habe ich noch hier diesen Lipgloss bekommen von Ayumi Biyu. Dann habe ich hier diese Schmuck, Schminkpalette da bekommen. Und hier habe ich dieses kreative Kratzkunst-Set bekommen mit Anleitung. Ja, und dann habe ich noch ein Ravensburger Puzzle bekommen. Ich habe auch noch das andere Puzzle, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Also nicht Puzzle, sondern dieser Turm da. Und hier habe ich halt den Pariser Eiffelturm in Leuchtfunktion halt. So in diesen Farben kann der halt leuchten. Und habe ich noch einen, also verschiedene Nagellacke bekommen. Und ja, also ich kann euch auch mal unseren Tannenbaum zeigen. Ja, so sieht er aus. Ist halt jetzt nicht so was Besonderes. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Weihnachtsgeschenke bekommen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.